Hallihallo, was ihr seht ist Ubuntu 15.04, hallihallo, auf meinem Touchscreen neu erworben und unter dem AMD Phenom zum Laufen gebracht, ja wunderbar, Ubuntu 15.04 und da bin ich gerade so ein bisschen abfummeln, also ich habe noch nicht viel geguckt, aber so ein paar Apps, ne? Mit Ubuntu One Account kann man sich dann beispielsweise Apps installieren, wie sowas zum Beispiel, ne? Die Apps sind dann touchscreenfähig, zum Beispiel um Deutsch einzustellen, kann man das spielen und kann man dann in irgendein Level rein, das ist jetzt so ein Browser-Game. Gut, das kann man natürlich auch anders, ne? Da könnte man natürlich auch anders. Ich sag mal, das ist, erinnert mich auch so ein bisschen an Vögel, das Spiel. Ich weiß es nicht, die werden wahrscheinlich wütend werden, die Vögel, wenn ich das jetzt sage, aber das... Gut, jedenfalls, so sieht es aus. Jedenfalls ist das schon mal mit drin. Ja, sehr kleine Knöpfe kann ich kaum benutzen. Was auch im Moment noch nicht benutzbar ist, zumindest bei mir nicht, so ein YouTube-Audio-Player. Eigentlich ganz gut gedacht, aber bei mir kommt kein Ton raus, obwohl der Ton hier oben mit der Lautstärke bei mir durchaus eingestellt ist. Hochwischen ist wieder gut, aber funktioniert nicht so wirklich hier mit dem YouTube Audio Player. Gut, was aber geht, sind so Dingelskirchens, die man dann im Software Center findet. In dem Software Center, in dem da. Sowas wie ja eine Übersicht von aktuellen TV-Sendern, was gerade so läuft. Ne? Das Wetter vor 8 läuft gerade so und da kommt natürlich so ein bisschen Werbung dabei, das brauche ich nicht. Ne? Aber auch nicht. Aber gut, die Apps tun so langsam. Ja, gut, ich habe zu dicke Finger, glaube ich. Background, ne? Hier bin ich in den Systemeinstellungen. Mache ich auch mal groß. Groß machen mit dem Knopf, der auf der rechten Seite ist. Man sieht, da sind noch die Icons momentan bei von Utopic Unicorn eigentlich. Ne? Wir sind noch in einer ziemlich frühen Version. Und da kann man sagen, jawohl, will ich haben, will ich nicht haben. Gut, ne? Und wenn man das wieder zumacht, dann findet man das durchaus gegebenenfalls noch irgendwie hier. Ne? Jedenfalls, wenn man es mit einem kleinen Ding ins Gehirn zugemacht hat. Ne? Zum Beispiel das Spiel kann man auch hierüber dann wieder starten. Ja? Wäre dann so aufzutreiben, Scopes. Ne? Also im Moment läuft stabil. Ne? Ist ein bisschen fummelig hier. Ne? Also manchmal wünsche ich mir mal eine Maus da zurück. Wie gesagt, dann habe ich hier... Das Ding mal installiert, diesen YouTube, das Ding mal installiert und mal die, ja, die Kanonen, um mal zu sehen, was da so geht, ne? In Ubuntu Store findet man da alle möglichen Kram, Krempels, Kategorie alle oder halt dann zum Beispiel Spiele, sind halt viele Browser-Games dabei, ne? Kann man dann, ne? Hier sind die komischen Kanonen, ne? Wo die Vögel wütend werden, weil fast genauso ist das Spiel, so. Jedenfalls sieht das so aus. Kann man da so ein bisschen Games sich da installieren. Und angenommen, ich möchte jetzt ein geistreiches Spiel haben, müsste ich da drauf. Gut, um installieren zu können, braucht man einen Ubuntu One Account, ne, den ihr wahrscheinlich schon habt. Eigentlich ist Ubuntu One ja platt, was die Dateien betrifft, aber die Accounts funktionieren noch. Benutzt man zum Beispiel auch noch auf Launchpad. Irgendwie, ne? Zum Beispiel. So. Ein sinnvolles Spiel. Aber ist jetzt schön hier zum Demonstrieren. Hat Kreuze und nochmal Kreuze und Tic-Tac-Toe. Eigentlich ist das wohl, ne? Man merkt schon, für ein Handyformat und nicht so für dieses Gerät. Und wenn ich das da unten wische, dann kann ich da durchaus auch so wieder rankommen, wenn ich so wollte, wenn ich ja schnell genug bin. Ja, gut. Kamera, schauen wir mal ab und sehen wir weiter. Wir haben, wie gesagt, jetzt mittlerweile ein System, das läuft halbwegs stabil. Das ist mir noch nicht abgeschmiert. Das ist zwar alles noch ein bisschen spackig hier. Ne? Erinnert mich so an die Zeiten von Windows 1.0. Da haben wir auch gedacht, ja, schön, aber was soll ich damit? Ne? Und dass ich da noch mehr draus entwickelt hätte, man auch nicht gedacht. So ungefähr sieht das ja aus. Hier oben kann man noch so ein bisschen blättern. Indikator und was weiß ich. Montag ist es, ja, hätte ich mir auch beinahe gedacht. Über diesen Rechner Systemerstellung abmelden kann man hier über diesen Rechner, wenn man dann dran käme. Ne? Manche Dinge gehen halt noch nicht.
das mal gucken. Ne? Da braucht man diese komischen Unti-Scopes oder wie auch immer das heißt. Oder da muss man ja wieder auf den Browser. Ne? Browser, ne? Da kommt man wieder zum letzten Ding. Da war natürlich ein Browser-Game jetzt in dem Fall. Ne? Ja, teilen kann man es, Verlauf könnte ich mal, was weiß ich, wieder auf google.de, wo ich ursprünglich mal, ne, drauf war, zuletzt Besuch, Google, ne, Dragrunner war ich auf meinem Kanal, sehr schön, ne, YouTube, können wir gleich mal gucken, was der für ein Blödsinn macht, können wir mal ein bisschen größer machen dann wieder mit dem, ja, wie gesagt, man braucht geschickte Finger, da kommt direkt dann so Erwerbskram, kann das denn hier überhaupt Flash, ne, das hatte ich im letzten Video mal, kann das so? Oder kann das so nicht? Aktueller Flash Player für Linux? Weiß ich nicht. Also im Moment tut sich da jetzt so nichts. Nö. Kann ich jetzt nicht so bestätigen. Also jedenfalls kann man da schon mal ein bisschen mit rumspielen. Ne? Wie gesagt, erinnert mich so an die alten Windows-Zeiten, wo das erste Windows 1.0 kam und jeder gesagt hat, das braucht doch kein Mensch. Ja, warte ab. Irgendwann werdet ihr es brauchen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibt mit freundlichen Grüßen und tschüss.